Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, was ist das Faszinierende, wenn man gerade bei so einem Wetter einen Berggipfel erklimmt? Es ist meines Erachtens vor allem der Überblick, den man hat. Der Überblick, das Zusammenschauen der großen Linien und auch ein bisschen das Abgehobensein von den Niederungen des Alltags. Und das ist wirklich etwas Faszinierendes, es ist aber auch etwas sehr Notwendiges, diesen Überblick, diese Übersicht zu haben. Und es ist gerade notwendig beim Kapitel Herz. Wir wissen das alle aus dem Studium, Herz, da spielen so viele Dinge zusammen, das kann man nur wirklich erfassen in seiner Gesamtheit. Und in seiner Gesamtheit heißt Physiologie, Pathophysiologie, Pharmakologie und alles, was noch dazu gehört. Das ist nicht, wo man einzelne Spezialfächer herausgreifen kann und daran etwas machen. Und auch Arzneistoffe, die ganz woanders wirken sollen eigentlich, denken Sie an Medikamente für Nagelpilzerkrankungen, können dann eben auch aufs Herz zurückwirken und auf den Herzrhythmus. Und deswegen ist es so wichtig, diese Übersicht, den Überblick zu haben und die Zusammenschau über das Ganze. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Studium jetzt modernisieren oder das Studium jetzt modernisiert wird und wir Apothekerschaft uns da wirklich einbringen wollen. Wir sind an einer Modularisierung interessiert, wir werden es verbessern, wir werden dieses vernetzte Denken fördern, aber, und das ist auch eben eine Konsequenz, die sich aus dem Überblick oder aus der Notwendigkeit des Überblicks ergibt, wir brauchen Pharmazeuten, wir brauchen Kollegen, die diesen Überblick haben. Ja? Das soll gefördert werden und ein Zwischenabschluss, der diesen Überblick bei weitem nicht bringen kann, ein Zwischenabschluss hat keinerlei Notwendigkeit, keinerlei Sinnhaftigkeit und deswegen lehnen wir es ab. Wir wollen ein durchgängiges Studium. Aber zum Herz lässt sich noch viel mehr sagen. Auch etwas, was wir ins Studium einbringen wollen. Es gehört, diese herzliche Komponente gehört dazu. Diese herzliche Komponente gehört von Anfang an auch im Studium schon gebracht. Wir brauchen Kommunikation, wir brauchen das Verständnis für den Kunden, mit dem Kunden umgehen. Ja? Und wenn Sie, verzeihen Sie mir, immer wenn ich an Herzlichkeit denke, muss ich an die Christel denken. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Jahre, die du das gemacht hast. Du feierst jetzt auch gerade unten Geburtstag und du bist irgendwie auch die Repräsentantin dessen, was diese Herzlichkeit, diese Zuwendung zum Kunden und zu unseren Patienten ausdrückt. Aber zum Herz ließen sich noch viele, viele andere Geschichten erzählen. Vor allem der Paradigmenwechsel, der schon 3, 4, 5 Mal stattgefunden hat, dass man früher etwas kombinieren oder nicht kombinieren durfte, jetzt darf man es auf einmal. Dass es ganze Arzneiklassen gibt, die lange ja, Stand der Technik waren und es jetzt nicht mehr sind, weil sich herausgestellt hat, dass sie nicht lebensverlängernd sind, Antirhythmika beispielsweise. Und das ist das, weswegen es auch so wichtig ist, diesen Überblick und diese Übersicht hier im Zuge dieses Kongresses zu haben oder zu ergänzen oder immer wieder zu erneuern. Und es sind ja da viele andere Geschichten noch möglich. Denken Sie an diese gefürchteten Komplikationen mit dem klingenden Namen Torsate, Point oder QT-Verlängerung. Und mir gefällt, oder ich finde immer ganz interessant, eine Geschichte, die auch eine Studie, die sich unlängst ergeben hat, dass es ganz wichtig ist, dass eine gewisse Flexibilität im Herzrhythmus vorhanden ist. Wenn das Herz anfängt, wirklich ganz gleichmäßig zu schlagen, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass das Leben nicht mehr so lang dauert. Und das finde ich auch ganz interessant und das ist auch wieder etwas, was diesen Überblick über die gesamte Materie zeigen soll. Und diese und viele, viele andere Geschichten finden Sie wie immer perfekt aufbereitet in den Unterlagen, im wissenschaftlichen Filmprogramm. Und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an Kollegen Bieber, den organisatorischen Leiter und sein Organisationsteam für die Unterlagen und für die ganze Organisation des Kongresses. Danke. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, wo Überblick, Übersicht ganz wesentlich ist und ganz wesentlich unseren Beruf charakterisiert. Und das betrifft jetzt nicht nur alte Leute,
alte Menschen, die traditionell einen höheren Arzneimittelbedarf haben, wo wir auch gerade bewiesen haben mit der Seniorenrose, die wir bekommen haben für unsere Öffentlichkeitsarbeit, nämlich dass wir Apotheker wissen, wie wir mit älteren Menschen umgehen, dass wir Apotheker wissen, wie man zugeht, was denen was bedeutet, was denen was wert ist. Und dafür haben wir eben diese Kampagne gemacht, den Preis gewonnen. Und da ist das Wesentliche, den Überblick zu haben über die gesamte Medikation. Es geht jetzt nicht nur um einzelne Medikamente oder um eine einzelne Beratungssituation, sondern es geht darum, dass diese Menschen, die mehrere Arzneimittel nehmen müssen, wirklich ein Management brauchen. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen professionelle Hilfe. Und dieses Management gilt es von uns als Apotheker, von uns, die wir den Überblick über die gesamte Medikation haben, dieses Management gilt es in Zukunft viel, viel stärker noch zu forcieren, zu fördern und zu unseren Kunden zu bringen. Und mit der E-Medikation wird genau dieses Management, dieses Medikationsmanagement immer wichtiger und gefördert, ja, von uns verlangt. Ab 2016, wenn dann die E-Medikation läuft, wo wir natürlich unseren Beitrag leisten werden, wo es darum geht, dass das Ganze technisch perfekt abgewickelt wird. Das werden wir aber schaffen. Aber das Wesentliche ist das, was wir dann daraus machen. Und das ist das Medikationsmanagement. Das ist, dass wir mit der Liste, wie es jetzt schon passiert, dass die Leute mit ihrer ganzen Liste, mit ihrer ganzen Medikation in die Apotheke kommen, dass sie das dann, dass wir das perfekt managen, unterstützen, beraten, Hilfestellungen liefern können. Und das Thema Herz ist wieder perfekt dafür geeignet, weil gerade Herzpatienten haben oft sehr viele Medikamente. Genau da braucht es dieses Management und das kommt auch im heutigen Kongress zum Ausdruck. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den wissenschaftlichen Leiter dieses Kongresses. Er legt sein Amt zurück, wenn ich das so sagen darf, mit Mitte des Jahres nach Börtschach. Es waren 20 Jahre Fortbildungsbeirat unter der Leitung von Professor Bäumler. Und ganz herzlichen Dank ihm und seinem Team für das Zustandekommen dieses Kongresses. Danke vielmals. Aber wir haben gesprochen, Medikationsmanagement hat einen wesentlichen Aspekt und das ist der Aspekt Interaktionen. Und ich hoffe, du bleibst uns erhalten als Vortragender. Du hast schon gesagt, dass du nächstes Jahr, wenn wir das Thema Medikationsmanagement machen, wenn wir das Thema geriatrischer Patient, Interaktionen, Nebenwirkungen und alles, was dazugehört, dann im Rahmen dieser Fortbildungswoche beleuchten, dass du uns für das Thema Interaktionen beispielsweise zur Verfügung stehst. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, und dann gibt es noch etwas, wo es um Überblick, um Übersicht geht. Und da möchte ich jetzt einen ganz anderen Bereich erwähnen, der Bereich Pferdefleischskandal. Es laufen jetzt endlich wieder viele Witze, also Schimmel in der Lasagne hat jetzt eine ganz andere Bedeutung oder das Essen ist gesundheitsgefährdend oder ich habe schon Bilder gesehen von Packungen, wo drauf steht, Ihre Lasagne hat die Olympiamedaille in Dressur 2008 gewonnen. Also da gibt es eine Reihe von, es gibt auch vegetarische Versionen mit Pferdeapfel und so weiter. Aber das wirklich Bedenkliche dabei ist, nach einigen Wochen, wo dieser europaweite Skandal abgeht, haben wir noch immer niemanden, der dafür verantwortlich ist. Wir haben noch niemanden, der das gemacht hat. Wir wissen noch nicht einmal, wie die ganzen Ströme laufen. Was ist da passiert? Da gibt es GmbHs in Zypern, wo irgendwer in Antwerpen da Verantwortliche ist und wo russische Geldgeber dahinter stecken. Das ist in Wahrheit der Riesenskandal. Und das ist in Wahrheit das Riesenproblem. Und das ist in Wahrheit das, was wir für den Arzneimittelbereich, für das Apothekenwesen nicht brauchen können. Wenn irgendetwas in einer Apotheke nicht stimmt, hat man sofort den Verantwortlichen. Wir stehen in unseren Apotheken persönlich haftbar, persönlich Verantwortung und wir sind sofort greifbar für die Behörde und für alle anderen. Und das ist ein riesiges Qualitätsmerkmal, das eben gerade den Pferdefleischskandal ermöglicht hat, weil es dort das nicht gibt. Und das ist unsere große Stärke des Apothekensystems,
dass wir eben die persönlich haftbaren, die persönlich verantwortlichen Apotheker haben, die mit ihrem Namen, die mit ihrer Zukunft, auch mit ihrer Berufszukunft eben einstehen für das, was sie machen und damit die Qualität garantieren. Aber dieses System braucht natürlich auch einen Überblick, braucht auch eine Zusammenschau von den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass man aus einer Apotheke dann irgendwas auslisten kann, weil sich das nicht mehr rechnet. Nein, wir sind für alles verantwortlich. Wir sind für alle Arzneimittel verantwortlich und betreuen auch alle Kunden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die wirtschaftliche Basis erhalten. Und auch da haben wir in der letzten Woche als Apothekerschaft darauf hingewiesen, dass es eben da auch Entwicklungen gibt, die es zu beachten gilt und wo wir in Zukunft darauf achten müssen, dass die wirtschaftliche Basis erhalten bleibt. Ja, und in diesem Sinne, weil wir davon gesprochen haben, einen persönlichen Ansprechpartner immer zu haben, jemanden, der verantwortlich ist, der für die Qualität steht, möchte ich hier an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank sagen für 15 Jahre persönliche Betreuung. Für 15 Jahre immer jemanden haben, wenn es eine Frage gibt, wenn es ein Organisationsproblem gibt, wenn wir irgendeine Neuerung installieren wollten. Und in diesem Sinne wirklich ganz, ganz herzlichen Dank an die Stadt Saalfelden, an Sie, Herr Vizebürgermeister, und das gesamte Organisationsteam, die uns diese 15 Jahre begleitet haben, dass wir da immer diese Kongresse so schön organisiert haben durften. Wir gehen im Jahr 2014 nach Stadming, das ist jetzt kürzlich beschlossen worden, einstimmig im Fachausschuss. Wir wissen nicht, wie es weiter nachgeht. Also es kann sein, dass sich ergibt entweder ein ständiger Wechsel oder ein Rat oder ein Gesamtwechsel. Das ist alles noch nicht klar. Jedenfalls im Jahr 2014, das ist für Sie vielleicht auch interessant, falls Sie schon das Zimmer buchen wollen, eben findet es 2014 in Stadming statt. Und ja, das wollte ich noch sagen. Und in dem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Saalfelden hat sich wirklich diesen Applaus verdient und wir werden sehen, wie es weitergeht. In diesem Sinn darf ich hiermit die wissenschaftliche Fortbildungstagung der Apothekerkammer eröffnen und Sie, Herr Professor Beibler, bitten, mit dem Programm fortzuführen. Danke vielmals.